Sehr geehrte Damen und Herren, auch von unserer Seite als Clustermanagement Tourismus im Land Brandenburg nochmal ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Andreas Zimmer, ich bin Leiter dieses Clustermanagements. Unter anderem beschäftigen wir uns auch mit den Problematiken des Klimawandels, der Klimaanpassung hier im Land. Und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt hier im ersten Themenblock so ein bisschen von der Metaebene, von der wissenschaftlichen Ebene, von Langzeitprojektion bis 2300 und Ähnliches in die Mühen der Ebene hinabsteigen und aus einigen Regionen in Mitteleuropa hören, was gibt es dort für Erfahrungen in Praxisprojekten. Wissenschaftliche Praxis, das ist der Titel dieser Konferenz auch. Und ja, wir werden Herrn Professor Stehr hören zum Klimabündnis an der Kieler Bucht, Frau Zeppenfeld zu Anpassungsinitiativen des Tourismus in Norddeutschland, von Herrn Professor Abeck, Klimaanpassungsstrategien für den Wintersport in der Schweiz und schließlich Anpassungsstrategien im Wirkungsgefüge Klimawandel, Tourismus, Biodiversität im Schwarzwald sowie etwas, nicht mehr ganz live zugeschaltet, das war unser Wunsch, aber von Frau Davis ein Beitrag aus England. Wir werden dazu ein Video abspielen, sie hat uns eine Botschaft geschickt, wo sie diese Problematik erklärt. Dieses Video ist in Englisch und wird auch nach der Veranstaltung zur Verfügung gestellt, sodass, wenn Sie nicht ganz mitkommen, Sie sich das in Ruhe danach nochmal anschauen können. Aber zuerst wollen wir Herrn Professor Stehr begrüßen. Er hat Geografie und Anglistik studiert an der Universität Regensburg und am Colorado College in den USA. Danach war er für 11 Monate Research Assistant am US Geological Survey in Denver, promovierte im Dezember 1980 in Geografie und Geologie mit dem Thema Erdbebengefährdung. Und nach seinem Referendariat arbeitete er zwischen 82 und 89 an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel als Hochschulassistent. 1989 habilitierte er, war danach Oberassistent am Geografischen Institut, hatte dann diverse Funktionen, zum Beispiel als Leiter des wissenschaftlichen Koordinierungssekretariats an der Universität Oldenburg inne, war wissenschaftlicher Leiter des Verbundvorhabens Klimaänderung und Küste und auch zuständig für die Koordination der Klimawirkungsforschung. Schließlich wurde er 1998 an den Lehrstuhl für physische Geografie und Küstengeografie an der Universität Kiel berufen. Ein Arbeitsleben also, was sich um die Problematiken Abschätzung der Folgen von Naturkatastrophen und Küstenräumen, Anpassung von Küstenregionen an den Klimawandel und so weiter drehte. Und ich bin froh, dass er uns heute von dem Klimabündnis in der Kieler Bucht erzählen wird, berichten wird, wie hat sich das in der Praxis auch umgesetzt, wie war die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren, wie geht es vielleicht jetzt auch weiter. Denn dieses Bündnis hat er schließlich auch selber mit initiiert und sicherlich ist es auch ein Baby von ihm. Ich begrüße Herrn Stehr. Schön. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich gehe gleich in medias res. Wissenschaftliche Arbeit an der Küste habe ich über viele Jahre betrieben. Jetzt am Ende meiner akademischen Laufbahn ist es mir ein Anliegen, so ein bisschen wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis zu bringen und habe deswegen im Februar 2010 ein Projekt gestartet. Das Klimanetzwerk Ostseetourismus hieß es ursprünglich, war ein Anpassungsprojekt aus dem Klimmzug RADOS-Projekt. Die Grundidee dieses Projektes ist ein Bottom-up-Meinungsprozess und Entscheidungsprozess, was ist den Gemeinden an der Küste eigentlich wichtig. Und dementsprechend haben wir uns mit den Gemeinden zusammen und auseinandergesetzt und haben einige Ziele formulieren können, nämlich wir müssen die Wahrnehmung des Klimawandels steigern, also Klimabildung
betreiben und in die Gemeinden hineintragen. Wir müssen die Notwendigkeit zur Anpassung vermitteln, also die Motivation schärfen, den Dialog zwischen den Betroffenen und den Entscheidern intensivieren, sodass beide Seiten die Situation verstehen und die Notwendigkeit zum Handeln verstehen. Und ein wichtiger Bereich dabei ist, die Tourismuspotenziale weiterzuentwickeln und das möglichst mit Hilfe von guten Beispielen auf der kommunalen Ebene. Das ist unsere Region von der Schlei im Norden, die Schlei, ein Ostseefjord mit der Stadt Kappeln, bis in die Hobachter Bucht, die Kieler Förde, die Stadt Kiel da mittendrin. Und meine wissenschaftliche Expertise war sozusagen mein Antrieb, meine Grundlage, um mich jetzt auseinanderzusetzen mit den Klimawandeleffekten, und zwar eben auch aus der Sicht der Gemeinden. Es geht um etwa 20 Gemeinden, die alle an der Küste liegen. Das ist also das Besondere dieses Projektes. Das sind küstenspezifische Themen und Projekte, zum Beispiel Sturmschäden, Verluste von Strandflächen oder auch die Verschlechterung der Strandqualität, Treibselentsorgung. Treibsel für die Binnenländer, die das Wort nicht kennen, ist das organische Material, was der Seegang an den Strand spült, also Seegras, Algen und solche Dinge. Das ist eigentlich ein Naturprodukt. Nach ein paar Tagen riecht es aber unangenehm und erfreut die Touristen nicht. Und die Kosten für den Küstenschutz und das Strandmanagement ist immer ein wichtiges Problemfeld auf Seiten der Gemeinden. Es geht also darum, mit diesen Gemeinden diesen Meinungsaustausch und diesen Wissensaustausch zu führen und das Thema aber auch von der kommunalen auf die landespolitische Ebene zu tragen. In 30 Jahren Kieler Tätigkeit an der Universität habe ich das Glück, gute Kontakte zur Landespolitik in verschiedenen Ministerien zu haben. Das ist ja so der Vorteil des Studiums Geografie. Die findet man dann irgendwann überall, an allen Ecken und Enden, also in der Landesplanung oder im Küstenschutz oder im Tourismus. Das Klimabündnis Kieler Bucht versteht sich als ein Instrument, das diese Interaktionen auf der politischen Ebene fördert und fokussiert. Der Tourismus ist, wie schon klar geworden ist, auch an der Küste ein ganz entscheidender Wirtschaftssektor, und er erlebt durch den Klimawandel Herausforderungen, aber auch Chancen. So ein ähnliches Bild hatten wir vorhin schon mal. Das stammt aus China, wo so eine massive Algenentwicklung vor einem Jahr etwa durch die Medien ging. Ganz so schlimm ist es an der Ostsee nicht, aber wie diese zwei Bilder Ihnen da verdeutlichen können, es gibt schon dieses biologische Produkt, was im Meer ja ökologisch wertvoll ist. Seegraswiesen sind ganz wertvolle Ökosysteme, solange sie unter Wasser sind und den Fischen und den Lebewesen da als Habitat dienen. Kommen Sie aber an den Strand, werden Sie nicht mehr als wertvoll empfunden,
Und die Erwärmung des Wassers und die Veränderung der Wind- und der Seegangsverhältnisse führt dazu, dass wir mit Algen und Strandanwurf eben vermehrt zu tun haben an der Ostseeküste. Gerade in diesem Sommer war das besonders akut. Wir hatten häufigere Ostwindlagen und zwar sehr schöne Wetterperioden, Sonnenschein, aber Ostwindlagen. Der Ostwind spült dieses Treibsel an die Küste und macht den Tourismusmanagern vor Ort großes Kopfzerbrechen. Die andere Seite, der andere Aspekt ist, dass eben Meeresspiegelanstieg und Sturmfluten dann auch Küstenerosion und Küstengefährdung erzeugen. Das ist also auch ein Strand, der dann nicht mehr sandig ist, sondern steinig, oder eine Steilküste, die dann abbricht, eben solche augenfälligen Auswirkungen sind. Die Küstengemeinden müssen sich mit diesen Problemen weitestgehend selbst auseinandersetzen. Es gibt zwar einen Küstenschutzgeneralplan in Schleswig-Holstein, ich kann das hier so ungeschützt sagen, weil hier niemand aus der Küstenschutzverwaltung in Kiel anwesend ist. Dieser Generalplan Küstenschutz hat aber den Fokus auf die Westküste, auf die Nordseeküste und den Deichbau, und die Ostseeküstengemeinden werden da weitgehend alleine gelassen. Aber natürlich auch die Klimabegünstigung kann und wird möglicherweise eine Rolle spielen gegenüber anderen Reisedestinationen. Das kam ja in den vorhergehenden Vorträgen schon zur Sprache. Also gibt es vielleicht auch, wenn die Region, wenn die Gemeinden, wenn die Touristiker den Klimawandel positiv besetzen können, vielleicht zusätzliche Chancen für die Region. Wir haben in unserem Projekt, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, nach dem Rathausprojekt, das war dann zu Ende, haben wir uns um eine Anschlussförderung bemüht bei dem Programm, das Herr Daschkeit vorgestellt hat, die kommunalen Leuchtturmvorhaben zur Klimaanpassung des Bundesumweltministeriums. Für 3 Jahre werden wir jetzt aus diesem Projekt finanziert. Und ein wichtiger Baustein in unserem Projekt ist das Ziel, eine klimabewusste Reiseregion. Ja, erstmal in die Köpfe und irgendwann vielleicht auch in die Praxis zu bringen. Wir haben dafür das NIT, das Tourismusinstitut in Kiel, mit einer Studie beauftragt und im Rahmen der Gästebefragung in der Region wurden ganz gezielt Fragen gestellt, und ein interessantes Ergebnis ist, dass eben fast 70% sagen, Urlaubsregionen, die versuchen, sich auf den Klimawandel einzustellen, sind attraktiv. Ja, was erwarten die Befragten? Welche Informationen erwarten sie sich? Da ist eine häufig genannte Aussage, die Gäste wollen sich selbst informieren, wie sie zu einem solchen Konzept einer klimabewussten Urlaubsregion beitragen können. Der Klimaschutz spielt natürlich auch eine Rolle, und die Klimaanpassung, wie man hier am dritten Balken sieht, ist noch nicht so ganz weit in den Köpfen, aber sie ist auf dem Weg dorthin. Die Ziele, die wir jetzt uns im Moment setzen, sind einmal versuchen zu vermitteln, es könnte einen Imagegewinn geben mit der Marke klimabewusst. Am Rande angemerkt, ich sage jetzt hier immer klimabewusst und nicht klimafreundlich. Klimafreundlich
impliziert, dass die Aktivitäten auf den Klimaschutz abzielen, was natürlich wichtig ist. Klimabewusst fasst aber auch die möglichen Anpassungsprozesse mit ein. Die Sensibilisierung der lokalen Bevölkerung und der Touristen ist also ein wichtiges Thema. Man muss Maßnahmen dazu initiieren und versuchen zu dokumentieren, dass das einen ökonomischen Wettbewerbsvorteil hat, wenngleich, wie Stefan Gößling ausgeführt hat, vieles in den Köpfen nicht so ganz einfach von A nach B geht. Einige Dinge, mit denen wir jetzt versuchen, dieses Ziel voranzubringen, nämlich Informationsangebote zu erzeugen und vor Ort eben anzubieten, Mobilitätsangebote aufzuzeigen. Die regionalen Produkte wurden auch schon genannt. Auch vielleicht zu vermitteln, dass nicht jeder Strand so geschleckt und gereinigt sein muss wie im Katalog, sondern dass es auch mal spannende naturnahe Strände gibt und dass man eben auch Angebote im Hinterland dann kombinieren kann. Ja, welche Informationsangebote halten die Befragten für gut oder für nützlich? Informationstafeln, Naturführungen, Broschüren stehen da noch in der vorderen Reihe. Am Ende steht Apps für Smartphone. Es liegt sicher daran, dass die meisten Befragten ältere Gäste waren und nicht die junge Generation. Nehme ich jetzt mal an. Ich habe aber die Rohdaten nicht eingesehen. Und auch das Thema regionale Lebensmittel steht sehr hoch im Kurs. Speziell in Kiel und an der Förderregion spielt dann noch die Fischerei und die Aquakultur auch eine ganz gute Rolle. So, unsere Bausteine, was haben wir bisher schon erreicht und mit welchen Instrumenten tun wir das? Ich konzentriere mich jetzt mehr auf den Output, auf die linke Seite. Diese Bedarfsanalyse vom NIT, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Wir haben verschiedene Klimabildungsangebote mit Vorträgen und auch in Form von Theater-Events gemacht. Wir haben ein Klimakunstfestival, dazu gleich noch einen Eindruck über einen kurzen Film. Es gibt einen Klimapavillon als stationäre Bildungseinrichtung an der Küste und ähnliche Dinge. Ein wichtiges Instrument sind Konferenzen, Expertenrunden, Workshops. Zum Beispiel zu den regionalen Produkten. Wir haben zum ersten Mal das Thema Klima mit dem Thema Kunst und Küste verknüpft und haben die Klimale durchgeführt. Das war eine Veranstaltung im Juli in der Gemeinde La Boe, die an der Kieler Förde liegt, zusammen mit Studierenden und mit der Kunsthochschule in Kiel, und das hatte einen Eventcharakter, bei dem die Gäste auch aktiv eingebunden wurden, auch Kinder aktiv eingebunden wurden, zum Beispiel eben der Meeresspiegelanstieg wurde visualisiert durch Bemalung dieser Flutmauer oben links, Sandsackfüllaktionen oder dieses schöne Zitat von Einstein: Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind, auf der Rückseite dieser Mauer. Der Klimapavillon ist ein Schmuckstück dort in der Region mit einem wunderschönen Küstenmodell des Miniaturwunderlands
in Hamburg. Das demonstriert die Küstenprozesse und wie der Klimawandel diese verändert. Schülercontest, Schülerwettbewerb einer regionalen Schule mit sehr toller Beteiligung von Schülergruppen, Studienprojekte mit Studierenden. Wir beginnen Klima- und Küstenerlebnispfade an zwei Abschnitten der Kieler Förde durchzuführen. Andere Dinge wie Audioguides für den Klimapavillon oder eine Geocaching-Tour oder Infobroschüren zum Thema Risikovorsorge gegen Extremwetterereignisse oder Treibsel. So, das Ergebnis der Studien ist, glaube ich, vielversprechend. Es gibt klimabewusste Angebote, die nachgefragt werden. Es gibt natürlich den Bedarf an Klimaschutzthemen, den wir jetzt aber so unmittelbar nicht abdecken können, wo wir uns aber auch mit dem Climate Service Center in Hamburg und dem Norddeutschen Klimabüro in Kooperation damit auseinandersetzen und das Interesse der Öffentlichkeit für klimarelevante Fragen ist nach unserem Eindruck, lässt sich durch solche Erlebnisangebote und Events steigern und es kann eine positive Besetzung erfolgen, damit also auf der kommunalen Ebene Ergreifung von Anpassungsmaßnahmen herbeiführen. Und zum Schluss dann jetzt der ganz kurze Film, der Klimale. Jetzt hoffe ich nur, dass wir... Die Klimale findet ja erstmalig statt und ist eine Kunstveranstaltung. Wir wollen eigentlich das Bewusstsein für den Klimawandel schärfen, die Menschen sensibilisieren dafür. Herausforderungen sind hier an der Küste natürlich der steigende Meeresspiegel, der langfristig sicherlich die Küsten beeinträchtigen wird. Ich denke, dass wir stellvertretend für die Städte an der Ostseeküste stehen, die ja letztlich alle von dem Klimawandel betroffen sind. Und habe mich gefreut, dass die Künstler uns als ersten Veranstaltungsort ausgesucht haben. Ich gehe davon aus, dass wir auch eine der nächsten ersten Gemeinden sind, die von diesem Klimawandel betroffen werden. Es gibt einige Installationen, die sind von den Mothesius-Studierenden gebaut worden. Und wir haben Mitmachangebote. Wir haben 3000 Sandsäcke hierher kommen lassen, die fleißig gefüllt werden. Und wir werden außerdem Bühnenveranstaltungen haben. Ein Poetry Slam und Improvisationstheater werden heute Nachmittag Open Air veranstaltet werden. Es geht natürlich um das Thema Klimawandel. Es gibt in Kiel das Exzellenzcluster Ozean der Zukunft. Dort sind sowohl die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, in der unser geografisches Institut angesiedelt ist, als auch die Mothesius-Kunsthochschule. Ja, ich glaube, dass es eben wichtig ist, dass diese Themen nicht nur in den Nachrichten, in Zeitungen behandelt werden, sondern oder in Ausstellungen, weil das ja immer nur einen gewissen Teil an Leuten anspricht. Und hier am Strand kommen ja wirklich alle möglichen Leute zusammen. Man erreicht Menschen auf einer anderen Ebene. Ja, finde ich super. Ja, spielerisch irgendwas beibringen. Also es hat mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen, weil das ganz aus meinem Herzen spricht. Grundsätzlich finde ich es genial und hervorragend, dass die jungen Leute gerade, und um die geht es, was die dort geleistet und gezeigt haben.